Danke, Jana, dass wir dich interviewen dürfen zum FSJ Kultur bei uns an der Schule. Was macht jetzt das FSJ Kultur zu was Besonderem im Spektrum aller freiwilligen sozialen Jahresmöglichkeiten? Also normalerweise ist ein FSJ ja, wie der Name es eigentlich schon sagt, ein freiwilliges soziales Jahr. Das heißt zum Beispiel im Altenheim oder im Kindergarten. Das heißt, da hat man ganz viel mit Menschen zu tun. Das hat man zwar auch beim FSJ Kultur, aber da kann man eben Einblicke in so kulturelle Sparten bekommen, in die man normalerweise nicht so reingucken könnte. Zum Beispiel kenne ich FSJler, die im Theater sind, im Staatstheater in Darmstadt oder die, wie zum Beispiel jetzt hier der WPU-Kurs an der GCLS, sich mit Film beschäftigen, zum Beispiel im Medienwerk in Eschwege. Und wenn man sich also für einen Beruf zum Beispiel auch aus der Sparte interessiert, dann kann man sich da schon mal orientieren und kann sich überlegen, ob das was für einen ist. Das heißt, es geht jetzt bei dem FSJ Kultur quasi weniger um den sozialen Aspekt vom Freiwilligen Sozialen Jahr, sondern stattdessen ein Fokus auf kulturellen Aspekten. Genau, ja. Also das schließt natürlich nicht aus, dass man auch viel mit Menschen zu tun hat. Ich habe hier ja auch mit ganz vielen Menschen zu tun in der Schule. Aber prinzipiell gibt es da eben dann noch ein bisschen weitläufigere Möglichkeiten, wo man seine Einsatzstelle haben kann. Okay, was sind jetzt die besonderen Aspekte hier an der Schule? So, ist es auffällig, dass wir eine Kulturschule sind oder ist es einfach wie jede andere Schule auch? Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall sehr auffällig ist, weil ich bin ja vorher an einer anderen Schule gewesen, wo ich dann auch mein Abitur gemacht habe. Und hier ist es einfach so, dass die GCLS viele, viele Möglichkeiten hat. Zum Beispiel bei mir in der Schule gab es gar keine darstellende Spielsparte. Das war für mich dann auch was Neues. Und hier wird das Ganze einfach noch mehr gefördert, also Musik, Kunst. Aber auch eben so spezielle Angebote wie Film, finde ich voll interessant. Und da gibt es dann einfach eben viel mehr Möglichkeiten. Also ich würde schon sagen, dass man es auf jeden Fall merkt. Ja. Okay, jetzt hast du schon gesagt, man kann seine FSJ-Kultur, soweit ich weiß, nicht an der Schule machen, an der man auch sein Abitur gemacht hat. Was sind denn jetzt noch so Möglichkeiten, wo man das machen kann? Also hier im Umkreis, wenn es jetzt Leute gibt, die sich dafür interessieren, ganz viele Museen in Frankfurt, die suchen immer wieder FSJler. Dann eben viele Staatstheater, das Schultheaterstudio in Frankfurt zum Beispiel, die auch. Dann gibt es auch die Junge Philharmonie Frankfurt, die suchen auch immer wieder Musikbegeisterte in dem Fall, aber Menschen, die sich eben für Kultur interessieren. Das heißt, das wäre so im Umkreis, wären das die nächsten Möglichkeiten. Und wenn man sich ganz allgemein informieren möchte, dann kann man auf die Website von, das heißt Freiwilligendienste Kultur und Bildung, kann man gehen. Und da kann man in der Einsatzstellensuche sogar deutschlandweit schauen, was es so gibt. Und kann sich da dann auch über den eigenen Kreis, in dem man wohnt, zum Beispiel informieren, wie die Angebote da so sind. Okay. Kultur ist jetzt ein relativ weit gefächerter Begriff, also unter Kultur per se kann man sich immer schlecht was vorstellen. Was ist jetzt genau das, was du hier täglich machst? Also ich würde tatsächlich ein bisschen unterscheiden, also was Kultur sein kann. Das sind wahnsinnig viele Möglichkeiten, ich würde da später nochmal was zu sagen, aber erstmal um die erste Frage sozusagen zu beantworten, was ich mache. Ich bin hier reingekommen mit meiner Geige und habe gesagt, hallihallo, ich kann Musik machen und mache das auch gerne. Und bin deshalb ganz viel bei den Bläserklassen dabei, aber auch bei Kultur hoch 3 für alle Leute von außerhalb, die jetzt nicht wissen, was es genau ist. Das ist hier ein Zusatzschulfach, in dem man sich eben mit allen möglichen kulturellen Aspekten beschäftigt. Da kann es dann auch zum Beispiel auch mal ums Filmen gehen, aber auch um Musik, um kreative Projekte. Ich bin auch immer wieder in der Ganztagsbetreuung dabei. Das ist tatsächlich der soziale Aspekt, der bei mir noch dazu kam, weil mich das dann doch auch sehr interessiert hat. Im Musikunterricht ganz allgemein und auch bei darstellendem Spiel. Und wenn hier Gäste ankommen, bin ich da auch dabei und bin einfach auch so in der internen Organisation ein bisschen mit drin und habe mich auch mit der Website der Schule beschäftigt. Also ist auch sehr vielseitig, wie man vielleicht merkt. Und das finde ich ist auch das Tolle. Gut, dann danke auch nochmal an Sie, Frau Kockelmann, dass wir Sie auch zu dem Thema nochmal interviewen dürfen. Sie sind jetzt ja mit die
Ansprechpartnerin für ein FSJ-Kultur bei uns an der Schule. Wie genau läuft denn dieser Bewerbungsprozess ab? Schreibt man Ihnen da einfach eine Mail über Outlook oder guckt mal vorbei oder wie läuft das ab? Ja, das ist also der Bundesfreiwilligendienst letztendlich, das ist ja keine Sache einer Schule. So wie wir unseren Träger, die Landesvereinigung Kulturelle Bildung, haben, gibt es eben ein bundesweites Portal, über das man sich offiziell bewirbt. Und da muss man sich eben durchsuchen in die Region oder in die Schule oder wenn man unseren Namen weiß, findet man uns schnell als GCLS. Und dort muss man sich dann quasi offiziell bewerben und das landet dann bei mir. Also wir sehen dann, aha, da gibt es zwei junge Menschen, die können sich vorstellen, bei uns ein FSJ Kultur zu machen. Die kontaktieren wir dann und laden sie ein zu einem Kennenlerngespräch, weil man natürlich rausfinden muss, passt man zueinander. Wir versuchen, die Schule vorzustellen und die ganzen Möglichkeiten vorzustellen, die es hier gibt, sich zu verwirklichen, weil nicht jede spielt ein Instrument und findet jetzt in der Musik hier seinen oder ihren Ort, sondern vielleicht ist es ja auch der WPU-Film oder vielleicht ist es Veranstaltungsmanagement oder ja, vielleicht Veranstaltungstechnik sogar. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten hier an unserer Schule, seinen Ort zu finden, um sich zu erproben im Arbeitsbereich Kultur. Das haben Sie jetzt schon sehr schön vorweggenommen. Das heißt, es ist nicht die einzige Möglichkeit, quasi hier ein FSJ-Kultur im Musikbereich zu machen, sondern man kann quasi genauso gut bei allem was machen. Ja. Also ich würde sagen, das zeichnet unsere Schule ja auch für Schülerinnen und Schüler aus, dass es, oder auch für Lehrerinnen und Lehrer, dass es so viele Möglichkeiten gibt, seinen Platz zu finden, sich zu entfalten. Und das ist, glaube ich, am Anfang ist die Challenge in den ersten 6 Wochen dann auch in der Begegnung mit Schülerinnen und Schülern und der Schule und ihren Strukturen herauszufinden, wo ist der Ort, wo ich am besten arbeiten kann und mich sinnvoll ausprobieren kann in dem, was ich vielleicht mal werden möchte. Also haben die potenziellen NachfolgerInnen hier die freie Wahl, alles Mögliche zu tun? Die absolute Freiheit. Natürlich auch in Absprache und das ist vielleicht auch so meine Rolle. Also wir treffen uns schon jede Woche, immer am Ende der Woche, lassen die vergangene Woche Revue passieren und gucken auf die Termine und das, was ansteht in der nächsten Woche, klären ab, gab es Schwierigkeiten, gibt es Probleme und was war toll und was gehen wir als nächstes an. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das gut begleitet wird. Und das hoffe ich, gut zu tun. Was würden Sie jetzt sagen, ist der Knackpunkt bei uns an der Schule, warum man sich hier bewerben sollte? Also ich glaube, dass dass es ein absolutes Geschenk sein kann, hier bei uns zu arbeiten, weil jede, die sich bewirbt, wird ja von der Schule kommen. Und ich höre so oft, dass Schülerinnen und Schüler gar nicht so glücklich mit ihrer Schulzeit waren. Und mir persönlich wäre es wichtig, dass man, wenn man hier war, merkt, Schule kann auch ganz anders sein. Schule ist ein unglaublich toller Ort, sich und seine Kultur zu entdecken. Und ich glaube, das ist einfach das Geschenk, hier zu sehen, Schule kann ganz anders sein. Und Schule ist ein wertvoller Ort, auch für kulturelle Bildung oder gerade für kulturelle Bildung.